Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter und naja, voraussichtlich letzter Teil. Ich habe immer große Pläne, aber dann falle ich ins Bett und merke dann erst so um 18 Uhr, dass der Tag schon irgendwie vorbei ist. Aber wurscht, ja. In Zeiten wie diesen, glaube ich, ist Schlafen wohl das Klügste. Das eher Unklügste ist es, Nachrichten zu sehen oder Zeitungen zu lesen, das kann man sich ersparen. Da kann man ruhig die Zeitungen von vorigen oder von vorvorigen Jahren nehmen. Steht immer wieder dasselbe drinnen. Also doch kann man sich hier, wie sagt man, einiges an Kosten ersparen. Die Sternzeichenrunde. Wenn die Sonne in den Wassermann geht, dann beginnt automatisch die Leidenszeit für Skorpion und Stiergeborene. Warum? Naja, weil wir haben hier eine wundervolle Quadratauslösung. Und ihr wisst, feste Quadrate haben immer etwas Besonderes an sich, weil die muss man dann meistens physisch abarbeiten, wenn man nicht sozusagen Probleme bekommen möchte. Ich sage es mal sehr umschrieben. Ich überlege noch, aber ich würde sagen, gehen wir es mal an mit der Sternzeichenrunde, bevor ich da mich wieder verplaudere, was mir eigentlich bis dato noch nie passiert ist, aber theoretisch wäre es ja möglich. Und zwar zunächst einmal beginnen wir mit dem Sternzeichen Wassermann, also das heißt am Anfang den Geburtstagskindern, die jetzt in den nächsten 30 Tagen ihren Höhepunkt, möchte ich nicht sagen, also ihren Geburtstag haben, also die Wiederkehr des Geburtstages haben. Ganz interessant, ja. Ich sage jetzt nichts, ich denke nur an den Usus mit den Geburtstagen, was ja auch vorne und hinten nicht stimmt, aber ich sage schon gar nichts mehr. Das heißt, wie geht es den Wassermann geboren? Zunächst einmal mit Sonne, Merkur und Saturn im Wassermann. Naja, mit Saturn im Wassermann werden sie nicht glücklich sein, aber es ist in Ordnung. Ja, es ist in Ordnung, wir haben hier eine starke Wassermannbesetzung, das heißt, die Wassermanngeborenen werden dann sozusagen, naja, in 15 Tagen wird dann die Sonne mit Saturn-Konjunktion uns alle dann ein bisschen beglücken, aber das ist halt so, wie es ist. Die Wassermanngeborenen haben einen Planeten, den Uranus, im Quadrat, was natürlich schmerzvoll ist. Ist natürlich keine Frage, weil es ja nicht irgendein Planet ist, sondern ihr Herrscherplanet ist unangenehm, ja, gar keine Frage. Aber auch das sind wir schon seit ein paar Jahren gewohnt. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig schätze, der Uranus ist in einem Zeichen, wenn ich es richtig rate, glaube ich 7 Jahre, also 12 mal 7 ist 84 Jahre für einen Umlauf. Und er wird ja auch als der neue Herr des Todes akzeptiert. Früher war der Herr des Todes der Saturn, eben weil die meisten Menschen den zweiten Saturn-Umlauf nicht erlebt haben. Also das heißt, so ungefähr zwischen 56 und 60 Jahren sind die meisten von uns gegangen. Aber dieses noch ist die noch ist die Lebenserwartung relativ hoch, aber wir sehen ja sozusagen unter dem Kapitel Übersterblichkeit schon sehr interessante Entwicklungen. Sehr interessante Entwicklungen. Ich habe hier auch etwas, ein Phänomen, ja. Ich habe hier ein Phänomen aufgeschrieben, und zwar grün. Grün. Kann man da was rauslesen? Was Zweites? Kann man aus diesem Wort grün was? Ich weiß es nicht, ja. Aber ein bisschen manipulieren muss ich auch. Daher habe ich hier aus grün, ne, habe ich grün gemacht. Gerün gemacht, also hier Gerün, und dahinter steckt auch ein zweites Wort. Ist das interessant? Oder eine Abkürzung? Ja? Ganz spannend, ganz spannend. Wichtig ist nur, dass sie alle mit dabei sind und dass man den Leuten Glauben macht. Denen ging es wirklich nur um das, was sie behaupten, dass es ihnen geht, aber ich meine, ich kann mich aus dieser Seite ganz selten an Initiativen aus dem Bereich des Umweltschutzes erinnern. Bitte in einem Kommentar mich zu belehren, dass es anders ist. Was ich mich erinnern kann, waren da die Aktivitäten bezüglich Umweltschutz sehr, sehr gering. Ja, jetzt komme ich noch einmal hausieren. Ich war jahrelang in den Wäldern und habe dort, ich glaube, es waren über 4000 Bäume, mittlerweile sind es wesentlich mehr geworden, von dieser Klimatis, von diesen Schlingpflanzen freigeschnitten. Und in all diesen Jahren sind mir nur zweimal Grüne aufgefallen, aber höchst unangenehm. Okay, also das heißt, den Wassermanngeborenen geht es. Naja, die Opposition von Mond aus dem Löwen stellt auch eine Spannung dar. Aber ich würde sagen, die Sonne im Wassermann, die ist stark. Wassermanngeborenen vertragen schon einiges. Ein Quadrat, eine Opposition, kann man mitleben. Also das ist so halbwegs okay. Zwillinge. In der Triplizität, das nächste Zeichen, wie geht es den Zwillingegeborenen? Naja, die Zwillinge haben zunächst einmal 3 Entlastungstrigone aus dem Wassermann, was hervorragend ist. Dann haben sie ein Sextil aus dem Löwen,
auch spitzenmäßig. Eine Opposition aus dem Schützen, aber schon auf Endgraden. Ich würde sagen, das macht natürlich die Zwillinge geborenen nervös, ungeduldig, aber das wird nicht lange dauern. Der Mars ist, würde ich sagen, innerhalb der nächsten 10 Tage dann heraus. Das heißt, hier ergibt sich dann auch eine Entspannung. Aber ja, derzeit ist es noch eine Irritation. Und wir haben Jupiter und Neptun im Quadrat in den Fischen zum Zwillingezeichen. Das bedeutet, dass man sich natürlich hier, ja, Illusionen macht, dass man hier Partnerschaften eingeht, die nicht gut sind. Also das heißt, in dieser Zeit würde ich den Zwillingen abraten, sozusagen jetzt eine Partnerschaft definitiv zu machen, weil eben Jupiter in den Zwillingen zumindest für die erste Dekade, also die in den ersten 10 Tagen des Zwillingezeichens geboren sind, hier große Komplikationen und Irrtümer bringen wird, weil ja das Zeichen Fische angesprochen ist. Wie geht es den Waagegeborenen, die Dritten im Luftbunde? Naja, verzeihung. Zunächst einmal auch hier drei Entlastungstrigone, die aber hier aus dem Grund besonders wichtig sind, weil wir hier zwei Planeten im Quadrat haben aus dem Steinbock, wovon einer schmerzhaft, genauso wie hier Uranus im Quadrat zum Wassermann, ist die Venus im Quadrat zum Zeichen Waage, sehr, sehr schwierig. Ja? Also auch hier dieselbe Empfehlung wie bei den Zwillingegeborenen. Partnerschaften bringen im Moment große Schwierigkeiten. Also das heißt, in der Liebe, Sexualität gibt es hier Troubles, besonders für die zweite Dekade. Also das heißt, die Grade 10 bis 20 im Sternzeichen Waage sind hier schwierig angesprochen. Wie gesagt, die drei Entlastungstrigone wirken hier natürlich sehr angenehm und auch das Entlastungssextil von Mond im Löwen ist hier auch wichtig. Ansonsten Mars im Sextil, ja, macht ein bisschen draufgängerisch, macht ein bisschen aktiver, ist in Ordnung, aber wird auch innerhalb der nächsten 10 Tage verschwinden. Betrifft halt jetzt besonders die letzte Dekade des Waage-Sternzeichens. Und ansonsten haben wir hier drei Planeten Quinkungs und die, würde ich sagen, die drücken jetzt nicht so dramatisch. Ja, also die kann man dann auch zur Seite lassen. Wie gesagt, Waage, Sternzeichen, Waagegeborene, über die drei Entlastungstrigone, würde ich sagen, kommen sie gut über die Runden, aber die Venus rückläufig im Quadrat, im Steinbock, die schmerzt halt doch. Also hier auch Partnerschaften, wie gesagt, aufpassen. Ja, und auch hier auf dem Thema Partnerschaften, bitte, wie ich das vorher schon eingangs generell zu diesem Horoskop gesagt habe, die Partnerschaften sind eben Herrscher von 7 und Herrscher von 6, rückläufige Venus in 2 wegen Finanzproblemen, schwierig bestrahlt und hier wird dann auch sozusagen die Spreu vom Weizen getrennt. Hier erkennt man dann wirklich, wer gut zu einem oder zu einer passt oder auch nicht. Gut, die nächsten drei im Bunde sind die Wasserzeichen. Nicht nur auf den Banknoten, sondern auch im Horoskop haben wir Fische, Krebse und Skorpiongeborene. Wir beginnen bei den Fischen. Naja, die Fische sind mit Jupiter, der alte Herrscher der Fische, und Neptun, der neue Herrscher der Fische, quasi die Glückskinder dieser Runde. Und auch Venus und Pluto im Sextil ist in Ordnung, Uranus im Sextil ist auch in Ordnung, Quinkungs vom Mond spürt man jetzt nicht so stark, der Mars in der letzten Dekade, gut, der macht noch ein bisschen unruhig, nervös, macht noch aggressiv und aktiv, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, sind die Fischegeborenen sehr begünstigt. Also das heißt, es schaut wirklich gut aus für die Fischchen. Wie geht es den Krebserl? Ja, die Krebserl, die haben schon einmal ein bisschen mehr Probleme und denen tun die zwei Entlastungstrigone aus dem Zeichen Fische sehr gut, weil die Venus und Pluto in Opposition, wobei der Pluto in Opposition, glaube ich, schon eine gewohnte Geschichte ist, die schmerzen natürlich schon auch sehr und der eigene Herrscherplanet, der Mond, im Halbsextil ist jetzt auch nicht gerade eine glückliche Konstellation, aber wir haben hier noch ein kleines Entlastungssextil von Uranus, tut gut, ja. Der Mars tut jetzt gar nichts. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, geht es den Krebsgeborenen so halbwegs, ja, also überragend ist es nicht, aber es geht so halbwegs, es schaut ganz gut aus, weil mit den zwei Oppositionen kann man leben und wie gesagt, die zwei Entlastungstrigone tun auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir weiters, Sternzeichen Skorpion. Skorpion,
Der Griff zum Taschentuch, warum? 3 Quadrate aus dem Wassermann, 1 Quadrat aus dem Löwen, 1 Opposition aus dem Sternzeichen Stier. Würde ich sagen, ganz, ganz große Probleme. Und wir werden dann auch zum Stier kommen. Ich kann nicht sagen, wer von diesen beiden Zeichen der Ärmere sozusagen ist, aber vom Gefühl her haben es die Skorpione in den nächsten 30 Tagen wirklich nicht leicht. Also das heißt, Skorpion ist natürlich hart im Nehmen, ist das möglicherweise das stärkste von allen Sternzeichen, ist sehr, sehr wandlungsfähig, ist sehr, sehr hartnäckig, zäh, starke Regenerationskräfte. Also ich würde mal sagen, der Skorpion kommt damit zurecht. Aber es ist schwierig, ja. Es ist schwierig und ich bin fast geneigt zu sagen, dass es dieses Monat die Skorpiongeborenen am schwierigsten haben, ja. Aber wie gesagt, wir haben noch Stier und Löwe vor uns und ich möchte mich das nicht so festlegen. Aber wie gesagt, Skorpion hat schon einmal große, große Probleme. Auch sozusagen, weil der Mars sein Geburtsregent im Halbsextil ist. Halbsextil ist kein gutes Zeichen. Pluto allerdings im Sextil ist ein bisschen eine hilfreiche Entlastung. Und natürlich hier die beiden Trigone, fast hätte ich es übersehen, aus den Fischen helfen dem Skorpion doch, also den Skorpiongeborenen ist somit ein bisschen geholfen und naja, da haben wir dann fast schon ein Sternzeichen, welches noch schwerer betroffen ist, das wäre dann der Löwe, weil der hat nur ein Entlastungstrigon, aber da schauen wir noch dorthin. Also wie gesagt, Skorpion kann ein bisschen aufatmen wegen der 2 Entlastungstrigone und wie gesagt, schwierige Zeiten, den Skorpionen würde ich raten, in dieser Zeit sozusagen keine wichtigen Entscheidungen zu treffen, auch keine, wie sagt man, zu riskanten Aktionen zu unternehmen, weil die Wassermannzeit ist für Skorpione und Stiergeborene immer äußerst schwierig besetzt. Gut, das waren die 3 Wasserzeichen. Als nächstes kommen die 3 Feuerzeichen, Widder, Löwe und Schütze. Schauen wir mal, wie es dem Feuertrigon bei der Besetzungssonne im Wassermann so geht. Zunächst einmal der Widder. Widdergeborene profitieren natürlich schon von der Sonne im Wassermann. Ein Sextil ist in Ordnung, ist gut und ist stark. Dann haben wir noch 2 weitere Sextile, also 3 Sextile, die dem Widder unterstützen. Dann der eigene Regent, der eigene Herrscher, der Mars, ist in der letzten Dekade, gilt noch für einige Tage, sehr starke Unterstützung. Mars im Schützen tut den Wiedergeborenen sehr gut, die Aktionen werden gelingen und der Mond im Trigon zum Widder ist ebenfalls sehr hilfreich und sehr unterstützend. Aber wir dürfen Venus und Pluto nicht übersehen, 2 Kardinale-Quadrate, aber wie wir wissen, bewirken kardinale Quadrate meistens Aktivität. Also das heißt, durch Aktivität kann man diese Probleme lösen. Genauso wie ich es auch den festen Sternzeichen raten würde, zum Beispiel leichten Sport zu betreiben, Nordic Walking, Wandern oder Eisschwimmen. Ich glaube, das ist einer der beliebtesten Sportarten in der Winterzeit. Eislaufen, ich habe es verwechselt, Entschuldigung. Eislaufen auf jeden Fall. Das heißt, leichte Sportarten, also nicht Bungee-Jumpen oder Rafting oder dieses Canyoning, das ist vielleicht im Winter nicht sehr zu empfehlen. Wie gesagt, schwierige Zeit für Skorpion und Stier. Wiedergeborene würde ich sagen, denen geht es ganz okay. Mit den 2 festen kardinalen Quadraten können sie gut umgehen, weil Wiedergeborene sind stark. Da braucht man nichts reden. Das 2. Feuerzeichen, Löwe. Hier schauen die Karten schon ganz anders aus. Hier haben wir 3 Oppositionen aus dem Wassermann. Naja, Oppositionen bedeutet, der Löwe muss das machen, was er gar nicht gern macht. Viele Kompromisse eingehen. Ja? Viele Kompromisse werden ihm in den nächsten 30 Tagen abverlangt werden. Der Mond im eigenen Zeichen macht darüber hinaus noch sehr sensibel. Sehe ich als einzige Entlastung den Mars im Trigon, der doch Aktionen gelingen lässt. Mars im Trigon ist eine gute Besetzung, ist auch eine schöne Entlastungsthematik, aber wir haben auch noch den Uranus im Stier im Quadrat, würde ich sagen, bitte auch hier keine unüberlegten, rasanten Aktionen unternehmen, denn Uranus im Quadrat zum eigenen Zeichen
Gut, der ist noch ein paar Jahre drinnen, ja, kann man nichts machen, es ist so, aber mit dem muss man sich einfach arrangieren, weil es einfach gefährlich ist, insbesondere wenn wir dann Mars-Auslösungen auf den Uranus haben, ist natürlich der Löwe besonders gefährdet, gar keine Frage. Aber so würde ich sagen, die drei Oppositionen, okay, sind jetzt nicht das Angenehmste, das Quadrat Uranus ist auch nicht so angenehm, aber so im Großen und Ganzen erscheint es mir jetzt nicht so dramatisch, so tragisch zu sein. Also auch hier wird der Löwe, hoffe ich doch, gut über die Runden kommen und Wassermann-Zeit ist natürlich für Löwe-Geborene sowieso immer ein bisschen schwierig. Das letzte Feuerzeichen der Schütze, wie geht es den Schütze-Geborenen? Naja, Schütze profitiert auf jeden Fall von der Sonne im Wassermann. Drei Sextile, schaut sehr gut aus, Mars im eigenen Zeichen, Aktivitäten gelingen, vielleicht sogar ein bisschen überdreht, vielleicht sogar ein bisschen zu impulsiv, zu dynamisch, vielleicht zu viel unternommen, ja, das kann schon durchaus passieren. Und wir haben hier eben zwei Quadrate aus dem Sternzeichen Fische und hier gilt dasselbe wie bei den Zwillingegeborenen. Das heißt, man sollte aufpassen, weil man Neptun vieles übersieht. Das heißt, man hat gewisse Faktoren nicht in seine Berechnungen, in seine Kalkulationen einbezogen und Jupiter im Quadrat würde natürlich besonders für die erste Dekade, also Schützegeborene von 1 bis 10 Grad, haben hier natürlich mit Beziehungen Probleme. Gar keine Frage, ja, gar keine Frage, keine Frage, keine Antwort. So schaut's aus. Hier haben wir zwei Halbsextile, gut, die werden den Schützen hier nicht sonderlich tangieren. Der Mond im Trigon, ja, ist angenehm, ist kuschelig, das ist schon in Ordnung, also der tut einem nichts. Und hier Quinkungs von Uranus, glaube ich, macht auch nichts. Ansonsten würde ich sagen, Schützegeborene, denen geht es ganz gut, also so mittlerer Durchschnitt, also ist alles halb so wild. Jetzt kommen wir zum letzten Trigon, zum Erdtrigon, und zwar Stier, Jungfrau, Steinbock. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal niemanden vergessen werde, weil es tut mir leid, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, nämlich Sternzeichen Waage vergessen. Tut mir leid, ja. Passiert im Eifer des Gefechtes, wenn man halt was auch immer. Ja, im jugendlichen Eifer konnte schon vorkommen. Der Stier. Wie geht es den Stiergeborenen? Naja, was soll ich da sagen? Haben wir vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Ja? Stier hat jetzt aus dem Wassermann drei Quadrate. Vor dem natürlich überhaupt nicht. Feste Quadrate sind was ganz Schwieriges. Darüber hinaus, ja, ist der Uranus. Der Uranus, was so ziemlich das Schlimmste für einen Stier ist. Ja? Der Verlust von Sicherheiten, der Verlust von Vermögen, ja, ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem für die Stiergeborenen. Und natürlich auch der Saturn im Quadrat. Also das heißt, ich bin geneigt zu sagen, schauen wir mal, zwei Entlastungstrigone, Venus rückläufig, hilft nicht so viel. Der Pluto ist sehr schwach, ist sehr kollektiv. Ja. Also ich bin fast geneigt, dass die Stiergeborenen besonders große Schwierigkeiten in den nächsten 30 Tagen haben werden. Deswegen bitte auch hier meine Aufforderung, genauso wie bei den Skorpiongeborenen, bitte kürzer treten, bitte vorsichtig sein, bitte jede Handlung gut überlegen und auch hier jetzt keine großen Entscheidungen treffen. Das geht hier in dieser wahnsinnig gespannten Zeit, wir haben ja auch den Merkur im Quadrat zum Uranus, nicht nur den Saturn im Quadrat, das geht hier nicht garantiert, aber zu einer großen Wahrscheinlichkeit in die Hosen. Also ich würde den Stiergeborenen raten, wart einmal auf die nächste Zeit, wenn die Sonne dann in die Fische kommt, das tut euch dann viel, viel besser. Die nächsten 30 Tage einfach kürzer treten, vorsichtiger sein. Und ich meine, wir haben schon ein bisschen Übung darin, das Haus nicht verlassen. Gell? Mach nicht die Tür auf, lass keinen rein. Ein Quadrat noch vom Mond aus dem Löwen zum Drüberstreuen macht das Kraut auch nicht mehr fett. Ja? Gut, jetzt kann jemand sagen, ja, aber der rückläufige nördliche Mondknoten, ja, vielleicht bringt er ein bisschen Glück, würde ich den Stiergeborenen wirklich von ganzem Herzen wünschen, aber wir haben jetzt 30 schwere Tage für die Stiere in Sicht. Wie geht es den Jungfraugeborenen? Naja, da muss ich jetzt selber aufpassen, was ich sage. Ich muss mir jetzt zuhören, weil als Jungfraugeborener sehe ich natürlich, dass wir hier mal 1, 2, 3 Entlastungstrigone haben. Wie gesagt, der Pluto ist jetzt nicht so das Grüne vom Ei und die rückläufige Venus macht jetzt auch nicht so glücklich. Ja? Rückläufige Venus im Trigon würde bedeuten, dass man Partnerschaften ein bisschen hinterfragt, dass man Partnerschaften überdenkt. Dasselbe gilt auch hier für die Stiergeborenen. Die rückläufige Venus ist ja obendrein bei den Stiergeborenen auch noch der Herrscherplanet. Ich muss immer aufpassen wegen dem Husten. Der Herrscherplanet rückläufig ist natürlich im Trigon okay, so halbwegs okay. Ja. Und hier bei der Jungfrau gilt Ähnliches, ja, dass eben hier die Partnerschaften funktionieren, aber eben hinterfragt werden müssen, einer Revision unterzogen werden. Wir haben hier den Mars im Quadrat. Der Mars im Schützen hat die Jungfrau natürlich ungeduldig, nervös, aggressiv gemacht. Ja. Und
ist natürlich eine schwierige Besetzung. Ja, ist natürlich für Jungfraugeborene schwierig, weil sie den Mars im Schützen nicht so schätzen. Schützen, schätzen, super, setzen. Gute Wortspielereien. Ja, wir kommen noch. Ich habe ja noch eines, ich habe noch ein Attentat. Hier steht ja der Schriftzug Schrade drauf. Das möchte ich euch auch noch kurz in diesem Teil kommunizieren, erwähnen, darüber sprechen. Ja. Aus der Etymologie, aus dem Nähkästchen der Amateur-Etymologen ein bisschen einen Blödsinn verzöllen. Aber wir haben hier zwei Oppositionen, Jupiter und Neptun. Naja, Jupiter in Opposition ist natürlich für Partnerschaften jetzt nicht so die glücklichste Konstellation. Und Neptun in Opposition bedeutet natürlich, dass man Illusionen aufsetzt, dass man sich oft etwas vormacht, dass man Wunschdenken hat. Ja? Meditation wäre zum Beispiel angesagt, Einkehr. Aber hier ist eben die Gefahr, sich zu täuschen, relativ groß. Kann mir zum Beispiel nicht passieren. Ich glaube, ich habe mir noch nie versprochen, oder? Habe ich das? Gut, ich meine, es waren schon schlechtere Witze. Aber Scherz beiseite. Das heißt natürlich, ich verspreche mich in einem Satz, glaube ich, dreimal. Aber das muss man mal auch einmal jemand nachmachen. Das ist auch nicht so einfach. Und wie gesagt, ich habe derzeit den Neptun in Opposition zur Sonne und ich kann hier auch vom spirituosen Bewusstsein sprechen. Der Durst ist wirklich beachtlich. Also das ist doch der Gösser-Umsatz, der steigt und steigt. Wie gesagt, aber auch das ist eine Form von Bauchtraining. Das ist dann der Musculus Gössericus, glaube ich, der Gösser-Muskel, der Sixpack. Und als letzten im Bunde, also wie gesagt, Jungfrauen, geht so. Jungfrau, kann man sagen, kann man noch durchgehen lassen. Ich würde sagen, auch so Mittelfeld. Nicht in Knittelfeld ist wieder was anderes. Und als letzte, ja, wie heißt es, wenn in Hein fällt, einfällt, dass ein Bein fällt, umfällt. So ungefähr. Wir haben hier den Steinbock als letzten der drei Erdzeichen. Und natürlich, ja, Steinbock ist natürlich stark, ist ein Kraftzeichen. Genauso wie Skorpion, wie Widder. Ja, das sind die drei Kraftzeichen. Und da kann ich sagen, egal was geschieht, ja, ganz egal was ist, Steinbock kann kaum etwas erschüttern. Also ich könnte jetzt hier die schlimmsten Dinge vorliegen haben und der Steinbock zuckt mit den Achseln und sagt, ich habe davon nichts gemerkt. Aber gute Nachrichten für alle Steinbock-Geborenen. Im Widder kein Quadrat. Opposition aus dem Krebs nichts. Und Quadrat aus der Waage nichts. Also das heißt, von dem her mal gut. Wir haben jetzt drei Halbsextile aus dem Wassermann, ein Halbsextil der Mars aus dem Schützen. So what? Ja, also das kratzt den Steinbock überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Venus ist den Steinbock-Geborenen hold, auch wenn sie rückläufig ist. Daher gilt für die Steinbock-Geborenen in diesen 30 Tagen, drum lange prüfe, wer sich bindet, ob er nicht was Besseres findet. Aber hier doch, die Venus im Steinbock ist für die Steinbock-Geborenen einfach ein gutes Zeichen, dass sie eben auch eine wunderbare Partnerschaft finden können, wobei man bei den Steinbock-Geborenen auch immer wieder sagen muss, sie sind bescheiden, gutmütig, man kann sie sozusagen belasten, also das ist großartig, die halten schon wirklich was aus. Zwei Sextilen noch aus den Fischen, Steinbock-Herz, was willst du mehr? Ja, ein Trigon noch aus dem Stier, wunderbar, 1000 Punkte, großartig. Also ich würde sagen, die Steinbock-Geborenen sind in der Sternzeichenrunde fein heraus, es schaut wirklich gut aus. Und so gesehen können wir diese Sternzeichenrunde mit meinen Horoskopschätzungen abschließen. Ja, und ich wollte euch hier noch den Schriftzug Schrade zeigen. Ja, aber das werde ich im nächsten Video machen, weil es läutet an der Tür. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ende!